Hallo ihr Lieben. Tja, langsam verschwindet ja so die schöne warme Herbstsonne und ich dachte, bevor ihr so in den ersten November Blues verfallt, liefern wir euch ein bisschen Vitamin F, wie Farbe, Flausch und noch ein bisschen G dazu, wie Glitter. Wir haben nämlich ein neues Garn von Soie Elaine bekommen und wenn man so Farben braucht, ist man ja immer gut aufgehoben hier am Soie Elaine Tisch. Wir haben ein neues Garn von ihr. Es heißt Coco. Es hat so einen ganz leichten Glitzer mit drin. So ein bisschen Lurex. Es ist super schön. Es ist 72% Kitmoher, 23% Merino und eben diese 5% Lurex. Es hat eine Lauflänge von 145 Meter auf 50 Gramm. Das wäre jetzt also mal ein Garn, dass ihr ein Mohairgarn, das ihr mit Nadel 4 verstricken könnt. Diese Nadelstärke hatten wir nämlich so einfach bis jetzt noch nicht. Und dann eben so dieser Hauch von Lurex, wirklich nur ein Hauch. Und ja, da dachten wir uns, wir machen doch mal einen kleinen Slipover für euch. Oder auch Polunder genannt früher. Und ich stelle euch jetzt einfach mal die Farben vor, weil sie sind wieder sensationell. Und ich denke, egal ob hell oder dunkel oder knallig, so ein kleiner Polunder ist in allen Farben schön. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was am besten ist. Ich zeige sie euch einfach mal alle. Und zwar der Sandton, Blossom, Bubblegum, die schöne Pfingstrose, die neue Farbe von Soie Elaine, Punch, dann die Wassermelone, oh ja, auch gut, der Hummer, und unser schönes Mauve, das ihr extra immer so für uns färbt. Also das wären schon mal schöne knallige Farben, so zur weißen Bluse im Winter oder zum Shirt oder mal über ein Kleid. Wäre also super schön. Dann machen wir mal hier drüben weiter. Fange ich auch mal wieder bei hell an. Da haben wir einmal das Kit, diesen schönen Silberton. Dann Zinn, die Kohle. Titan ist ja auch eine neue Farbe von ihr, so ein schönes blaustichiges Grau. Dann wir haben ihn aus der Tanne gemacht. Und eine ganz neue Farbe ist jetzt gerade erst angekommen, ist Petrol. Super schön. Und, was natürlich nicht fehlen darf, ist Mitternacht. Wären also auch super schöne Farben für den Polunder. Dann, genau, die Coco. Unser Polunder heißt Glint. Die Gudrun hat ihn für euch designt. Das ist also wirklich so ein ganz schöner, klassischer, kleiner Polunder. Er ist jetzt mal nicht so überweit, sondern ein bisschen anliegend. Wir haben ihn gemacht, eine Nahaufnahme, damit man nochmal den Glitzer sieht. Also ich trage ihn in Größe S. Da hat er einen Umfang von 100 cm. Wir haben ihn von XS bis XL gerechnet. Er hat 92 in XS und 124 in XL. Ihr braucht, wie gesagt, er ist schnell gestrickt, da ohne Ärmel, mit Nummer 4, für 3,5 die Bündchen. Ihr braucht in Größe XS3, in SM und eigentlich auch noch L4. Wir haben bei L schon 4 bis 5 geschrieben, weil es so gerade so knapp ausgeht. Und in XL sind es auf alle Fälle 5 Stränge. Er heißt Glint. Die Anleitung gibt es wie immer kostenlos dazu. Einfach ins Bemerkungsfeld schreiben. Einzeln gibt es nicht. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal noch weiter mit unserem Soie Elaine Special, denn wir haben so eine große Lieferung von ihr bekommen. Wir haben euch ja versprochen, dass wir die Korsett mal wieder ein bisschen aufstocken. Da sind also auch nochmal tolle Farben gekommen. Und zwar ist gekommen Lila, Sand, Scharlach, die Wassermelone, Rosarot. Wow, das Punch ist auch so schön in der Korsett. Punch und super schön ist auch wieder die Pfingstrose. Oh, wäre natürlich auch mal ein Streifen. Das schön ist. Sehr schön. Wir müssen mal wieder einen Streifenpulli machen, glaube ich. dann geht es hier weiter mit der Patina, die Tanne,
auch hier dieses schöne Titan, die das Mitternacht und Kit. Auch super schöne Farben. Ihr könnt einmal Ankes Strick Little Love Jacke ist natürlich immer super. Und wir haben ja unseren Korsettschal gemacht. Ein sehr schönes Muster, ganz einfach, nur ab und zu mal eine kleine Verkreuzung drin. Ihr braucht 5 Stränge für die Größe. Ist also ein sehr schöner Schal. Schön langsam kann man ja mal so an Schal denken. Wäre also wieder da. Und dann zeige ich euch noch so die neuen Farben in den anderen Qualitäten. Denn es gibt dieses schöne Petrol und hier noch eine neue Farbe, Olivenöl. Das ist ja mal eine Farbe für den Fluffy, oder? Im November. Hula! Also 2 super schöne Farben, Petrol und Olivenöl. Das Olivenöl ist auch in der Florence gekommen. Das wäre sehr schön mit zum Beispiel der Titan. Für unser Mama-Lauftuch, ihr wisst ja, da braucht ihr 2 und 1. Wir haben auch wieder die Kits bekommen in Blossom für unser schönes Mama-Lauftuch. Dann ist die neue Farbe Petrol auch in der super duper weichen Josephine Big angekommen. Dann, das wäre die Florence in Petrol, die Fleur und die Julie. Von Julie ist übrigens auch wieder Tanne angekommen, also ganz viele Farben, die gefehlt haben. Dann die Wassermelone ist auch wieder da. Hier ist noch die kleine Titan. Ja, dann gehe ich mal noch einen Schritt rüber. Und zwar, wir haben ja noch ein neues Garn bekommen. Ich habe euch ja letztes Mal schon so ein kleines Tischchen davon gezeigt. Und jetzt ist also noch mehr angekommen. Auch eine ganz neue Qualität von Swylane. Sie heißt Nicoline, 50% Merino extra fein mit 30% Super Kit Mohair und 20% Seide. Es kommt bald ein kleines Modell von uns, aber ihr seht, es sind jetzt auch schon mal ganz viele Farben angekommen. Ja, dann bestellt euch mal ein bisschen Vitamin F für die trüben Novembertage. Und fangt mal mit so einem kleinen, flauschigen, leichten Polunder an. Also, oh, und er ist natürlich top-down gestrickt. Hätte ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Gudrun macht ja immer top-down. Er ist top-down, also alles dann in einem Stück und kleine Blenden dran. Er ist wirklich nicht schwierig. Traut euch ran. Also, Vitamin F. Farbe und Flausch. Bis bald. Tschüss.